Hallo liebe Leute, heute Vormittag, als die Debatte im Bundestag zur Abstimmung über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes stattgefunden hat und gleichzeitig Demonstrationen stattgefunden haben, habe ich zufällig in den Bild-Livestream reingeschaltet. Es wurde mir einmal wieder offenbar, auf welch perfide Art und Weise Stimmung gemacht wird in der Bevölkerung gegen die Demonstranten, gegen die Maßnahmen und gegen die AfD. Man fragt sich ja immer, wie die hohen Zustimmungsraten sein können für die Regierungsmaßnahmen. Wenn man sich diesen Livestream einmal anguckt, versteht man es etwas besser. Um die Wirkung des Livestreams zu verstehen, kann ich ihn leider nicht unbegrenzt schneiden, sondern man muss sich das eine Weile anschauen, um die Wirkung nachvollziehen zu können. Wenn ihr den Stream schon gesehen habt, könnt ihr die nächsten 5 Minuten überspringen. Im Folgenden der Ausschnitt. Zeiten, denn man muss ja noch immer sagen, die Zahlen, sie zeigen uns, dass Maßnahmen weiterhin erforderlich sind in Deutschland. Und jetzt sehen wir hier auch gerade die Polizei, die sich gegenseitig behandeln muss. Wir wissen nicht genau, was dort geflogen ist. Die Augen eines Polizisten werden hier gerade ausgereinigt. Das sind also Bilder, die wir uns gerade von der Straße erreichen. Und genau jetzt wollen wir noch einmal in den Bundestag schauen, denn Gesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt das Wort. Das war also jetzt die Rede von unserem Gesundheitsminister Jens Spahn, auch nochmal ganz klar gesagt, was für ein Fortschritt diese Impfungen jetzt sein können. Impfungen ganz generell und betont, dass es aber keine Impfpflicht geben wird, und dann auch nochmal mit einem klaren Seitenhieb zur AfD. Und generell darüber möchte ich jetzt auch sprechen mit meinem Kollegen Peter Thiele, der das Ganze für uns weiterhin von vor Ort beobachtet. Denn Peter, abgesehen von der Rede von Jens Spahn, müssen wir natürlich auch darüber reden, was gerade kurz davor dort passiert ist in den Rängen der AfD. Ja, die AfD hat eine politische Demonstration im Deutschen Bundestag abgehalten, und da sind die Regeln klar verboten. Das wussten die Abgeordneten auch. Es gab dann von Wolfgang Schäuble die Intervention und die Androhung eines Ordnungsrufes, also zur Ordnung gerufen werden. Das kann dann richtig Folgen haben, bis hin zu raustragen aus dem Deutschen Bundestag. Sie haben dann Schilder aufgestellt gehabt mit das deutsche Grundgesetz wird heute hier beerdigt. Also pures Theater, das die AfD aufführt hier. Das ist alles mit Ansage. Auch die Abgeordneten, die ihre Gäste reingeholt haben, die hier anderen Abgeordneten die Kamera ins Gesicht halten, die hier Leute bedrängen. Draußen auf der Straße ein harter Kern, AfD-Anhänger, die AfD und der Flügel, die sind alle hier mit vertreten. Das ist eine konzertierte Aktion, die die AfD hier heute durchführt. Und hier werden direkt hinter mir nachher auch noch 3 AfD-Abgeordnete, darunter Alexander Gauland, der vorhin auch schon geredet hat im Deutschen Bundestag, werden hier noch ein Statement abgeben. Hier wird an einer Verschwörungstheorie gebastelt. Hier werden wirklich die Leute mit Fake News gezielt aufgewiegelt. Das ist politisches Geschäft, aber das ist dann tatsächlich eher politisches Geschäft, wie wir das aus finsteren Zeiten kennen. Also dass deutsche Abgeordnete im Deutschen Bundestag von Gästen der AfD dann hier bedrängt werden und in die Ecke gedrängt werden, die Kamera ins Gesicht gehalten kriegen. Das ist wirklich übelste Zeit. Das ist finsteres Deutschland. Das hat der Reichstag alles schon mal gesehen. Wir wollen jetzt noch einmal mehr auf die Inhalte eingehen von Jens Spahn. Du hattest ihn vorhin schon Mr. Corona genannt nach diesem Gesetz, wenn das dann heute durchgeht. Was hatte er jetzt noch einmal in dieser Debatte dazu zu sagen? Ja, also Jens Spahn hat, wie es in der Politik guter Brauch ist, seine Position dargestellt, auch in Abgrenzung halt dann zu seinem Vorredner, zu Christian Lindner von der FDP. Vor allem aber in Abgrenzung zu Alexander Gauland, den er gefragt hat. Ich möchte wirklich mal gerne wissen, Herr Gauland, in welchem anderen Land möchten Sie denn leben als in der Bundesrepublik Deutschland? In welchem unserer Nachbarländer wären Sie denn jetzt gerne? Weil wir sind ja mit relativ milden Mitteln bisher durch die Pandemie durchgekommen. Das war das Argument von Jens Spahn gegen das, was Alexander Gauland da vorhin gesagt hat, nämlich dass hier quasi so eine Art Diktatur errichtet wird. Dabei sind die Mittel, die wir in Deutschland ja anwenden, wirklich noch verhältnismäßig milde, abgesehen jetzt mal von Schweden. Wir haben zwar einen Lockdown, wir hatten den so genannt im Frühjahr, aber wenn wir mal nach Spanien geguckt haben, wenn wir auf den Balkan geguckt haben, wenn wir nach Italien geguckt haben, wenn wir nach Frankreich geguckt haben, nirgends durften die Leute frei auf die Straße gehen. Die Kinder mussten teilweise zu Hause bleiben, die durften nicht zum Spielen raus. Bei uns in Deutschland war das
alles möglich. Da hat jetzt Jens Spahn nochmal eine ganz klare Trennlinie rüber zur AfD gezogen, hat seine Argumente vorgetragen und ist aber auch eingegangen tatsächlich auf Argumente, die von draußen, die von der Straße kommen, indem er sagt, wir als Politiker müssen am Ende des Tages entscheiden. Kein Professor Drosten, also der Charité-Doktor, der Charité-Professor, auf den zum Beispiel auch die Kanzlerin hört, der einer der wichtigsten Berater in der Pandemie für die Bundesregierung ist, kein Professor Drosten kann uns diese Entscheidung abnehmen, aber auch kein Professor Bagdi. Professor Bagdi ist Peter, ich muss dich einmal ganz kurz unterbrechen, weil wir jetzt ganz aktuell auf die Bilder schauen wollen, die uns noch immer erreichen von der Demonstration. Dort geht es natürlich vor allem auch darum, was gerade jetzt debattiert wird im Bundestag. Und wir sehen jetzt, dass die Auseinandersetzung zwischen der Polizei und den Demonstranten immer, immer gröber werden. Also hier jetzt auch wirklich Körperlichkeiten. Sie gehen aneinander. Man hat gerade gesehen, die Polizei hat in die Menge etwas gespritzt. Man kann davon ausgehen, dass es vielleicht Tränengas war. Es ist noch nicht ganz klar. Die Situation wird jetzt immer, immer schwieriger dort. Die Wasserwerfer sind weiterhin im Einsatz. Wir sehen, die Polizei versucht, den Wasserwerfern jetzt also sozusagen einen Weg dort frei zu machen. Denn die Menschen, sie wollen weiterhin nicht den Ort räumen, die Demonstration ist mittlerweile seit über einer Stunde für beendet erklärt und jetzt erst wirklich kommen die Menschen dort mit der Polizei immer weiter aneinander, denn sie räumen den Platz eben nicht. Mit welchen Mitteln wurde hier vorgegangen? Es war das altbewährte Spiel, das gespielt wird, die Themenlenkung. Es werden bestimmte Dinge thematisiert, herausgehoben, ihnen wird Zeit eingeräumt, sie werden lange besprochen und andere Dinge werden gar nicht besprochen. Zum Beispiel wird jedes haarkleine Detail rausgesucht, dass man der AfD irgendwie vorwerfen kann, dass sie die Leute bedrängt hätten mit den Kameras und dass das ja ganz schlimm sei. Und wir mögen jetzt sagen, ja, das sind ja Nebensächlichkeiten und wir hören dann weg. Aber es ist so, dass für den Zuhörer draußen, für ihn ist relevant, worüber lange berichtet wird. Das ist psychologisch einfach so. Und für ihn steht dann im Mittelpunkt, dass die AfD die Leute mit Kameras oder die Demonstranten, die Leute mit Kameras bedrängt haben und dass sie deswegen ganz böse sind. Und der ganze Rest tritt in den Hintergrund. Mit Absicht wird nicht über die Motivation der Demonstranten berichtet. Ihre Argumente werden ganz bewusst verschwiegen, wohingegen die Argumente von Jens Spahn noch einmal ganz groß rausgehoben werden, weshalb sie denn so einleuchtend sind. Und weshalb doch die Maßnahmengegner indirekt dadurch, weshalb es ja völlig, es ist ja eigentlich nur Querulanten sind. Leute, die einfach nur aus Spaß auf die Straße gehen, sich mit Wasserwerfern vollspritzen lassen. Sozusagen, ja, sie werden wie Querulanten hingestellt, indirekt. Das wird nicht gesagt, aber es wird impliziert, indem ihre Argumente gar nicht zu Wort kommen. Und dadurch wirkt es ja so, sie haben überhaupt keine Argumente. Das impliziert dieser Bericht. Und es ist so, dass mit der Zeit dieser Bericht an einem nagt. Man schaut sich das an. Und man fragt sich dann immer wieder, ist da nicht doch was dran? Haben wir nicht doch was übersehen? Hat Jens Spahn nicht doch recht? Sie sind so viele. Sie müssen doch alle irgendwie einen Punkt haben. Irre ich mich vielleicht doch? Habe ich irgendwas übersehen? Fehlen irgendwelche Argumente? Und so, diese Dauerberichterstattung, die läuft jetzt ja nicht nur 10 Minuten so, sondern die läuft Monate und Jahre im Mainstream. So werden die Leute die ganze Zeit beschallt und dann haben sie dieses überwältigende Gefühl, das ist vollkommen klar. Das ist so klar, darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Wir müssen uns mit den Argumenten gar nicht auseinandersetzen, das ist Konsens. Diesen Eindruck, das ist immer das Ziel der etablierten Medien oder derjenigen Leute, die für die Berichterstattung verantwortlich sind, diesen Eindruck wollen sie vermitteln. Das gleiche war mit der AfD. Es soll Konsens sein, dass sie rechtsextrem sind. Sich sie näher zu betrachten, da soll man gar nicht mehr auf die Idee kommen, sondern es soll so klar sein, dass sie rechtsextrem sind, dass man sich damit gar nicht auseinandersetzt. Und genauso soll es Konsens sein, dass die Corona-Maßnahmen ja vollkommen, dass es ja vollkommen klar ist, dass das richtig ist. Und es ist genau das Gleiche mit dem Klima. Es soll vollkommen klarer Konsens sein mit dem Treibhauseffekt. Das soll man gar nicht hinterfragen. Das soll so klar sein, dass die Leute denken, man muss da ja gar niemanden mehr in die Talkshows einladen. Man muss ja mit den Leuten gar nicht diskutieren. Man muss sich damit gar nicht mehr beschäftigen, weil das so klar ist. Bei allen Themen wollen sie das erreichen. Und beim Thema Islam geht es ja auch in die Richtung. Es ist immer überall das Gleiche. Und ich habe mich jetzt gestern etwas geärgert,
über einige Leute, die deabonniert haben bei meinem letzten Video, für das ich mir sehr viel Mühe gegeben habe. Warum ärgere ich mich darüber? Weil diese Leute, dies drückt ein Desinteresse aus. Ich habe jetzt nicht nur Corona angesprochen, wahrscheinlich sind dann durch das Bodo Schiffmann-Video sind dann Leute, die sich für das Corona-Thema interessieren, sind dann auf meinen Kanal aufmerksam geworden. Und jetzt, wenn ich andere Themen thematisiere, dann, das ist ja jetzt gar nicht Corona, das interessiert mich gar nicht dafür. Und diese Haltung hat dazu geführt, dass wir jetzt überhaupt erst in dieser Situation sind. Dass die Medien, dass die etablierten Medien und die Leute sich sowas trauen, sowas zu machen. Diese so eine Berichterstattung. Sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen. Weil diese Leute in der Vergangenheit überhaupt nicht aufgepasst haben, sich nicht interessiert haben, weggeschaltet haben, deabonniert haben, das ausgeblendet haben und sozusagen erst, wenn die Granaten vor der Tür einschlagen und das Haus kaputt machen, dann fängt man an, sich zu interessieren und zu handeln. Und alles andere ist einem egal. Wenn irgendwo andere, wenn ansonsten die Dinge nicht richtig laufen, dann ist es egal, solange es einen selbst nicht betrifft. Und dann lässt man sich dann berieseln von den etablierten Medien und hinterfragt es nicht. Und wenn dann sowas thematisiert wird, dann deabonniert man. Das ist ja hier gar nicht, das ist ja gar kein schneller Hype. Das war etwas frustrierend. Man kann es nicht ändern, aber ich denke, man sollte diesen Leuten mehr ins Gewissen reden. Und sozusagen nicht, also auch die AfD und solche Leute sollten jetzt nicht dankbar sein dafür, dass sie jetzt von den Leuten nicht fertig gemacht werden, die mitmachen dürfen, in Anführungszeichen. Sondern sie sollten mal den Leuten einen Vorwurf machen, wo sie eigentlich die ganze Zeit waren. Und es gilt jetzt vor allen Dingen für die ehrenamtlichen Leute bei der AfD. Nicht die, die jetzt im Bundestag hohe Diäten verdienen. Da gibt es wahrscheinlich auch nämlich ein paar Opportunisten, die extra gedacht haben, jetzt habe ich einen Doktortitel und jetzt bewerbe ich mich einfach für die AfD, dann komme ich in den Bundestag und verdiene ich gut. Also ich möchte es jetzt nicht allen unterstellen, das gilt für ganz viele nicht, aber es gilt bestimmt für ein paar Abgeordnete, also auch im Landtag, da mag das vielleicht der Fall sein, dass die so denken. Aber jetzt in erster Linie die ehrenamtlichen AfD-Helfer, die jetzt über Jahre lang den Kopf hingehalten haben, die mit Helme überschüttet wurden, die ausgegrenzt wurden, die von der Antifa auf Straßenständen fertig gemacht werden, sich dafür eingesetzt haben, die sollen jetzt nur froh sein, dass sie jetzt nicht bespuckt werden von Querdenken. Nein, sondern umgekehrt sollten sich die Leute von Querdenken bei diesen Leuten mal bedanken und entschuldigen, dass sie schon den Kopf hingehalten haben und viele sich damals gar nicht interessiert haben für das, was schon früher falsch gelaufen ist. Wenn sich nämlich, wie gesagt, früher die Leute mehr dafür interessiert hätten, dann wäre es jetzt gar nicht so weit gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Das ist einfach diese Verantwortungslosigkeit, Sorglosigkeit, dass man sich nicht interessiert, nicht hinterfragt. Und wenn man nicht hinterfragt, einfach denkt, ja, die anderen richten es schon, dann wird man über den Tisch gezogen. Dann wird man betrogen. Das ist überall so. Und so ist es jetzt eben auch in der Politik. Wer nicht aufpasst, wird übers Ohr gehauen. Und das Schlimme ist, dass wir alle mit reingezogen werden. Dass es uns nichts hilft, dass jetzt ein paar vielleicht nicht aufgepasst haben, sondern wir müssen dann mitleiden. Wir, die trotzdem aufgepasst haben. Weil die anderen Leute dann eben falsch abstimmen. Zur Abrundung des Videos noch ein kurzer Einspieler darüber, wie ernst und besorgt die Altparteien, Politiker und andere wegen der Infektion von Corona sind und wie viel sie daran setzen, diese Infektion um jeden Preis zurückzunehmen, wie sie es von den Bürgern wollen. Im Folgenden der Ausschnitt. Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Sendung, die wir außer der Reihe machen. Deshalb stehen wir auch nicht in den Programmzeitschriften und Tageszeitungen. Aber die Corona-Infektionszahlen steigen in einem derart beängstigenden Tempo, dass wir wissen wollen, ob Deutschland wirklich noch die richtige Strategie hat, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen. Die Ansteckungen schnellen nach oben. Seit Donnerstag täglich mehr als 11.000 Neuinfizierte. Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden. Haben Sie eine Maske dabei? Nein, habe ich nicht. Sie haben keine Maske dabei, Sie auch nicht? Nein, ich glaube auch nicht, dass das notwendig ist. Was gibt's hier eigentlich noch zu diskutieren? Was gibt's eigentlich noch zu interpretieren, wenn man sich diese Kurven hier anguckt? Es müsste doch jedem eingängig sein, was das für ein Lebensrisiko ist. Und auch gestern der Appell an die Bevölkerung. Kontakte reduzieren, viel weniger Menschen treffen. Wenn wir uns alle daran halten,
werden wir alle zusammen die gewaltige Herausforderung durch dieses Virus auch bestehen. Also wir haben vor allem die Lage erörtert, in der sich Deutschland gerade befindet. Es gibt eine allgemeine Einschätzung, dass das sehr, sehr harte Wochen jetzt werden, die vor uns liegen, dass die Infektionszahlen viel zu hoch sind. Jetzt die Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen. Wie ihr sehen könnt, sofort in dem Moment, wo die Leute gedacht haben, die Kamera ist aus, läuft dieser Gerhard Baum auf Laschet zu und Laschet macht nicht die geringste Anstalt zurückzuweichen oder Gerhard Baum darauf hinzuweisen, dass ja der Mindestabstand gewahrt werden muss. Diese Leute kommen aus getrennten Haushalten, sie kommen alle verstreut aus getrennten Haushalten und sie wollten nicht den Mindestabstand einhalten. Auch Anne Will ist dann auf diese Leute zugelaufen. Es ist also ganz eindeutig, dass diese Leute selbst nicht an das geglaubt haben, was sie eine Stunde lang erzählt haben. Weil wenn sie daran geglaubt hätten, und die Stühle waren ja extra so weit auseinander, extra 3 Meter die Stühle schön auseinander, dieser ganze Aufbau war ja völlig sinnlos, weil nachher sind sie ja schön zusammengelaufen. Alles reine Show, also. Sie sehen nicht die Notwendigkeit, Abstände unbedingt einzuhalten. Keine Sekunde lang, wenn die Kamera aus ist. Ich möchte mich noch ganz herzlich für alle Spenden bedanken. Im Spendenpool zur Klage Zurücknahme von 3 Strikes im Rahmen von Covid-19 sind mittlerweile 570 Euro. Das ist wirklich unglaublich. Ich gebe Bescheid, sobald ich weiteres weiß. Macht's gut.